Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf Twitch und auch auf YouTube. Wir spielen ein Let's Play Cloud Pirates zusammen mit dem Storm. Grüßt euch, Leute. Wir haben, ja, oder der Storm hat jetzt das Spiel neu angefangen und testet gerade ein bisschen die Schiffsklassen aus. Ich habe ihn jetzt mal empfohlen, ihn Auszubildenden zu nehmen, weil er doch zielsuchende Raketen hat. Sprich, hält ein bisschen mehr aus. Und ich baue mal die Victoria hier ein bisschen aus. So. Das sind die. Ups. Waren das die Bug, genau, also die Hauptkanonen? Das sind die Bugkanonen. Ich habe jetzt meinen Auszubildenden ein bisschen besser erforscht. Hattest du schon Erfahrungspunkte für den? Kann ich einfach benutzen? Ja, Also warte ich mal, habe, du hast sind rechts ja alles oben genug. hast du freie Erfahrungspunkte. Das sind Erfahrungspunkte, die Genau. du überall benutzen kannst und du hast pro Schiff auch nochmal Erfahrungspunkte, ne? Okay. Ich habe bis jetzt nur freie Erfahrung bekommen. Okay. Universeller Helm. Drehgeschwindigkeit. Oh, Drehgeschwindigkeit ist immer nice. Okay, ich habe meine Victoria ein bisschen ausgebaut. Sagst du, wenn du Bescheid, wenn du bereit bist? Jupp, geht jetzt los. Ich bin bereit. Jo, dann Mal drücke gucken, ich wie der mal auf erste Gefecht. Auszubildende. Die Victoria kannst du halt einfach nur dann vernünftig spielen, wenn das Team rafft, wie sie mit mir umzugehen hat. Ah, Frachteskorte. Bei dem Modus müssen wir erst den Spawnpoint einnehmen, indem wir uns auf den draufstellen. Dann müssen wir entweder unsere Fracht verteidigen, das ist ein Schiff, was langfliegt, oder wir müssen das andere Schiff abschießen. Als beste Taktik hat sich herausgestellt, schnell Spawnpoint einnehmen und dann das andere Schiff abballern. Okay. So siehst du, dann da zu B, schnell Jo, ist einnehmen. viel schneller als ich. Mit dem Schiff hast du aber Teleport auf 1, ne? Ja. Fick dich, herannahende Torpedos. Komm, Felsen, hau nicht ab. Ich heil dich. Ja, der Auszubildende macht viel mehr Damage. Da ist der Enemy-Konvoi. Wenn wir den abschießen, dann gibt es ordentlich Punkte. Ist voll gut, dass sich alle auf den Felsen einschießen. Dann kann ich schön healen. Alter, mich hat irgendwas gerammt. Du bist natürlich in der Zielscheibe. Boah, mich hat der kleine Hund da weggerammt und dadurch bin ich down gegangen. What the fuck? Er hat mich einfach mal komplett weggesmackt. Gucken wir mal irgendwo so ein Reparaturdingens. Mann, ey, Irgendwie schießt natürlich muss sich keiner von einer noch uns auf dem wegschnappen. Konvoi. Naja, ich glaube, das können wir schon vergessen, wie das Game. Das Team spielt wie Scheiße. Stehen alle irgendwo rum, wo es sich überhaupt nicht lohnt, rumzustehen. Keiner von uns, von unseren Leuten hat es geschafft, mal auf den Konvoi zu schießen. Schön. Mann, ich will ja den Felsen hier heilen, aber der den Felsen spielt, der spielt echt scheiße. Ja, port dich mal lieber weg, so dass ich dich nicht mehr heilen kann. Du Held der Arbeit, Alter. Ich hab den schon wieder komplett fast hochgeheilt. Die haben aber auch einen guten Heiler drüben, Mann. Der heilt übertrieben. Ich heil auch gut, aber man hat es immer noch nicht geschafft, mich zu lernen zu deffen.
Ja, es hat irgendwie noch keiner gerafft, dass wir B einnehmen müssen, ne? Stattdessen geht unser Felsen hier auf Kamikaze-Tour. Alter, so viel kann ich nicht healen, sorry. Jetzt gehe ich wieder eher down. Jetzt haben sie gemerkt, dass ich hier heale wie die Sau. Alle gehen jetzt mir hinterher. Das ist so für ein Garten, ey. Ich habe doch keine Chance alleine. Tut auch keiner was, um mich zu verteidigen, ey. Ja, down gegangen. Für den Garten. Absolut für den Garten. Wenn du eine Supporter-Klasse spielst und vom Team überhaupt keinen Supporter fährst, ist auch für den Arsch. Also ich kann hier den Felsen um 1 Milliarde Punkte heilen und der schießt einfach auf irgendwas. Die Kraft hat einfach nicht. Man schießt doch dann auf erstes die, die auf mich sich einschießen. Damit die wenigstens von mir ablassen, weißt du? Ist ja nur nicht so, dass ich nicht noch irgendwie versuche auszuweichen und irgendwie Hasen, wie sagt man? Hasenschoten schlage, ja. Aber das wird wieder nichts. Ich glaube, wir werden hier noch 1 Million Spiele in Folge verlieren. Ich heal dich mal. Kriegst du auch ganz schön hier auf die Mappe. Das wäre super, danke dir. Der kleine Orkan hinter dir, den kriegst du auch locker down, Alter. Wenn der dich rammt, bist du tot, ne? Echt? Ja. Der macht dich instant down. Siehst du? Der hat dich gerade gerammt, Alter. Hast du gesehen, wie viel Schaden du gekriegt hast? Hätte ich dich geheilt, wärst du weg. Und jetzt hat er mich gekriegt. Jetzt bist du weg. Es ist dumm. Der killt mich mit One-Hit. Ich krieg dich einfach nicht down, Mann. Nichts. Na, was du bei dem Spiel machen musst, ist, du musst dich beständig auf den einschießen und du musst immer von Bug auf Frontkanone, von Bug auf Frontkanone wechseln. Du musst dich immer hin und her drehen. Ja, mache ich immer. Etwas zu wenig Damage, Mann. Zu wenig. Was soll ich denn sagen? Ich mache gar keinen Damage. Okay, der Orkan, der hat doch wesentlich mehr Damage als der Auszubildende, echt. Ja, der macht richtig Damage, aber nur seine Frontkanonen, seine Bugkanonen dagegen sind Spielzeug. Mhm. Ja, der ist richtig schlau, ne? Ich komme und heal den Felsen, was macht der? Der portet sich weg. Was passiert natürlich als nächstes? Alle schießen auf mich. Alle gehen auf dich. So herrlich, ey. Ja, bin down. Gott zum Fick. Vielleicht soll ich mir 2 Supporter spielen. Schreibt gerade jemand, ich kann auch einen Skill lernen mit der Victoria, mit dem ich mich zu einem Teammate porten kann. Ja, ich brauche definitiv sowas, weil das ist so für den Garten. Ich komme immer hier die Leute und dann porten die sich weg und ich stehe da ganz alleine und ohne das Wegporten ist so unflexibel. Gut, sind wir erstmal wieder tot. Ist ja nichts Ungewohntes. Aber vielleicht haben wir ein bisschen Erfahrungspunkte, um mir den Skill freizuschalten. Ja. Ich glaube aber eher nicht. Ich schau mal. Das wäre wahrscheinlich der hier, Sprung zu einem Verbündeten. Ja, ich habe auch noch nicht genügend Erfahrungspunkte dafür. Das heißt, wir müssen noch einmal so spielen. Eine doofe Frage, wo kann ich die Skills kaufen? Ja, Schiffsgeräte und dann bei Waffen die ersten. Oben sind Skills. Schildaufladung. Oder Torpedosalbe, das würde ich. Torpedosalbe, die ist nice. Und das Schöne beim Auszubildenden ist halt, dass die alle zielsuchend sind. Ich finde das extrem praktisch. Von einer großen Range bringt das schon was. Du kannst auch alternativ den Hammer zu einem nicen Heal-Schiff umbauen. Okay, ich schau mir mal den Hammer kurz an. Aber der war doch, Achso, der kann die kleinen Türme droppen, ne? Ich nehme mal den Orkan, mal gucken, wie der sich jetzt nochmal macht. Nee, bleib mal beim Auszubilden. Ich glaube, der Orkan ist für dich erstmal nichts, weil du musst wirklich sehr nah ran.
Ja, aber den konnte ich irgendwie gerade besser mit den Orkanen als mit den Auszubildenden. Na gut, wie du willst, mir egal. Ich guck nochmal. Ja, der kann halt dafür ein bisschen Schaden austeilen, ne? Also der ist nicht ganz so wehrlos wie die Victoria. Bist du der Paladin unter den MMOs? Multiladungskanone. Ich glaube, ich bleib erstmal kurz noch bei der Victoria. Die Victoria war echt gut, Mann, weil die hier Bombe. Ja, die muss halt nur mitspielen. Wenn ich nämlich einen Felsen, dann mache ich einen auf Tank und du machst die Victoria, dann ist gut. Das könnte funktionieren, wenn einer richtig bösartig tankt und der andere halt den Tank healt. Ja. Wieder ein normales Deathmatch, da habe ich ein bisschen mehr Chancen. Das steht das Team wenigstens ein bisschen kompakter. Siehst du dieses X jetzt auf der Minimap? Jupp. Das sind diese Gruppenbuffs, die du aufsammeln kannst. Ah, okay. Aber was natürlich jetzt passieren wird, alle werden dahin fliegen. Ja, super, für uns liegt der auch scheiße, weil der genau hinter dem Felsen ist. Komm, wir orientieren uns weiter links. Du bist ja schon da. Okay. Die anderen sind auch da. So, ich dreh erstmal ab. Siehst du hier, Hammer hier setzt so eine Türme, ist eigentlich auch nicht verkehrt. Wir haben zwei Victorias dieses Mal. Geil. Aber keiner hielt mich, schade. Ich sehe dich nicht. Nö, nee, alles gut, ich stand doch ziemlich blöd verdeckt. Also wenn du so weit weg vom Team bist, dann kann ich dich nicht heilen. Ja, ja, ist klar. Ich bin außerdem auf den scheiß Teleport-Button gekommen, das war so nervig gerade. Muss man echt aufpassen, dass man hier auf die 1 kommt. Ich komme nicht ran zum Healen. Ach komm, der war doch, der ist fast down, der Hammer. Ballert auf den Hund. Ich sehe gerade nicht durch. Holy. Wir haben nichts mehr hier, was Schaden machen kann. Ja, der wird auch geheilt, ne? Ja. Das hat's mich erwischt. No Chance. No Chance. Mirosuke schreibt, das Felsen lässt sich steuern wie ein Walross mit Verdauungsproblemen. Ja, so in etwa. Ich habe den Felsen auch schon gespielt, Alter. Der dreht sich so unglaublich langsam. Ich bin einfach mal gestorben, weil sich so ein Donner die ganze Zeit um mich rumgedreht hat. Und ich einfach nicht daherkam. Völlig sinnlos. Der ist so unfassbar lahm. Da kann er wenigstens noch ein bisschen Damage machen. Oder ist er wirklich nur Tank? Na, der macht schon Damage, aber jetzt auch nicht so, dass es sich lohnen würde im Gegensatz zu den. Oh, 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 Moment. Die Geschütztürme sind voll, als die manche hinlegen. Das sind die Hammer. Ich hab die Mappe, ey. Und down. Ja, du solltest dich auch nicht so allein ins Getümmel stürzen, ne? Um mich herum sind 5 andere Leute. Was heißt denn hier allein? Ich sollte halt nicht in die Front gehen. Muss ich ja mit dem Scheißschiffchen. Ne? Also die andere Victoria, die wir hier haben, die ist auch irgendwie ein bisschen nutzlos. Der Sperber hier, der ist die ganze Zeit nur auf der Flucht und lässt sich dabei schön von hinten massieren, anstatt einfach mal ein bisschen zu schießen, weil ich ihn ja nicht heale, ne? Alter, du bist richtig dumm. Dich heale ich nicht mehr. Geh sterben. Ich halte ihn ja sowas von am Leben und der ist nur am Wegflattern. Was für eine Verschwendung von meinem Heal. So, Gruppenbuff geholt. Ne, ist kein Gruppenbuff, schade.
Mal hier die Victoria zerstören. Ich wurde schon wieder mit dem Torpedo getroffen. Los! Ja, die gegnerische Victoria zerstört. Das sollte schon mal ein bisschen was bringen. Seh dich gar nicht. Wo bist du denn, Alter? Ich bin am Aschauer, wo sollte wegporten. Ja, du bist immer so weit weg, dass dich das Team killt. Schieß jetzt. Ich heil dich. Sehr gut. Danke dir. Hinter dir und seitlich. Ja, mein Triebwerk ist ausgefallen. So viel kann ich nicht healen. Geh ich auch down. Ich hau lieber ab. Ja, hau lieber ab. Ich bin down. Ich musste mir die feindliche Victoria picken. Ja, du musst da trotzdem ein bisschen näher am Team bleiben. So eine Alleingänge bringen dir gar nichts. Die ziehen dich raus und dann bist du weg. Das ist wie bei jedem anderen Spiel. Mhm. Und du musst halt auch so ein bisschen über die Höhe spielen, ne? Immer mal sinken, Höhe verlieren. Ja. Scheiße wird's dann, wenn die Gegner hier überall sind, Alter. Ja, aber jetzt scheint ihr ja mal wenigstens ein bisschen hier auszuteilen und zu merken, dass es auch Heal gibt von uns. Der Felsen kriegt da hinten schon wieder ganz schön auf die Mappe. So, schnell mal hochgehealt, Jung. Sehr gut. Von hinten. Hinter dir. Die haben auch Gruppenwaffen. Ist egal, die kommen trotzdem von hinten. Ich muss jetzt mich mal erstmal ein bisschen zurückziehen, weil die genau auf mich gehen. Alter, fickt euch, ey. Die wollen uns zuerst holen. Bin jetzt genau auf die Healer raufgegangen. Ja, die spotten alle auf einmal, kamen die alle an. Jetzt kriegen sie mich. Der hat mir so ein Dings verpasst, dass mein Antrieb nicht funktioniert. Na, vielleicht habe ich nochmal Glück. Mann, verpiss dich, Alter. Das ist auch so scheiße, dass ich gegen die nichts ausrichten kann. Ja. Ich will nicht sterben. Geht weg. Eigentlich müsste ich auch nicht sterben. Nämlich mein Team. Boah, alle schießen auf den Felsen, Alter. Orkan. Ich bin der letzte Überlebende, ich versuche hier rauszukommen. Oh mein fucking Gott! Rette dich! Ich glaube, das wird nichts. Ich versuche es. Alles schießt auf mich. Hör da auf, Alter. Wo ist mein Team? Ich wurde jetzt ins. Hoffentlich ist das ein Gruppenwaffe. Die sind immer noch hinter mir her. Alter. Oh mein Gott. War das eine Flucht? Mann, die ballern auf mich, die Huren. Das ist doch zum Kotzen. Die können gar nicht alle auf dich ballern, weil mich drei verfolgt haben. Die ich schön abgelenkt habe die ganze Zeit. Oh, Timer. So ein Scheiß, Alter, so ein Scheiß. Die andere Victoria spielt aber auch wie ein Kackbuhn, ne? Die hat bisher nur 7000 geheilt, während ich schon 15000 geheilt hab. Junge.
Ich habe mich ja schon fast daran gewöhnt zu verlieren. Aber weißt du, wie lange es her ist, dass ich letztes Mal ein Spiel gewonnen habe? Das ist so behindert. Alter, wie kann man so scheiße verlieren? Das macht ja keinen Spaß, ey. Ich habe manchmal das Gefühl, es geht kein einziges Schiff down so. Man versteht dich gerade gar nicht. Man versteht mich nicht? Wieso versteht man mich nicht? Du bist, Stimme geht weg. Mal zwischendurch. Ja, es ist Skype. Das ist wieder dein Fuck WLAN. Ey, das macht keinen Spaß, so egal, nochmal. Warte mal, ich muss jetzt auch erstmal hier. So, jetzt kann ich diesen Teleport erforschen. Was ist das, die Schildaufladung? Der wird die Schilde fließend lang und stellt ihre Haltbarkeit vollständig wieder her. Ich bin jetzt auch Kapitänslevel 4, ich glaube, ich kann mir jetzt so ein Bild auswählen, oder? Nö. Ja, wann kann man denn sich mal so ein fick Bild auswählen? Was soll denn das? Das ist meine bessere Kanone. Ich bin Bildmann. Ich ist irgendeins. DPS 62, DPS 76. Versteh ich nicht. Ausrüstung. Was ist los? Ich dachte, man könnte sich jetzt mal so ein scheiß Kapitänsbild auswählen. Dauert bestimmt übertrieben lang. Nee, anscheinend nur, wenn du dafür Kohle ausgibst. Lehrling des Kanoniers erforscht. Kaufe uns hier zwei neue Buch- oder Breitseitenkanonen. Menügeräte im Reiterwaffen. Geräte. Was ich mich die ganze Zeit frage. Ja. Du hast ja manchmal so einen Baum, der sich aufteilt. Ich kann eine Flagge im Dekorationsmenü setzen. Mhm. Da Dekorationen. Kann ich da eine Flagge setzen? Ach, da. Aha. Danke für den Tipp. Jetzt habe ich so ein Bildchen bekommen. Vielleicht weißt du ja noch was. Und zwar, wenn ich jetzt hier beide Skill Trees pushe, habe ich dann am Ende die Waffe oder habe ich die plus die Waffe? Weil die ist ja richtig scheiße. Die zieht ja hier noch ordentlich auf der linken Seite Stat Points runter. Ja, DPS geht runter, HPS geht runter, Schaden vor Überhitzung geht runter. Setz mir mal jetzt hier das Kapitänsbildchen, was alle haben. Genau, ich kann immer nur eine installiert haben. Das heißt, ich schalte die dann frei und dann muss ich mich für eine entscheiden, sozusagen. Ja, dann bauen wir erstmal die Frontwaffe aus. Ich meine, am Ende muss ich die ganzen Scheißdinger sowieso kaufen, um auf die nächste Klasse zu kommen. Von daher ist das Jacke wie Hose. Jacke wie Hose. Okay. Breit. Jo, geht bei mir auch gleich weiter. Musst du nochmal jetzt hier erstmal ein bisschen ausbauen. Der Sperber ist nicht so gut. Scharfschütze, Galeone. Stimmt, die eine heilt und die andere macht die Schilde wieder fit. Ja, wobei ich glaube, die meisten haben auf Stufe 1 noch so kleine Schilde, dass das Heilen von den Rümpfen besser geht. Zumindest habe ich ja gesehen, dass die meisten ihrer Schilde recht schnell weg sind. Na gut, dann versuchen wir mal, uns nochmal auf die Fresse hauen zu lassen. Ja. Das können wir ja richtig gut. Aber fällt mir ein, man könnte auch mal wieder eine Runde Heroes of the Storm spielen, ey. Ja, da hat sich doch so viel getan, ne? Ich hätte mal wieder Bock mit, das war doch Vala, oder? Rumzurotzen. Ja. Ich will auch wieder mit denen. Die hatte ich auf die hatte ich auf Max-Stufe irgendwann mal gehabt. Ich glaube, Vala wurde irgendwann ziemlich krass genervt. Ja, an der wurde dauernd was gedreht. Die war trotzdem immer geil. Im Teamplay war die nice. Was ich mit der weggerotzt habe. Erobert die Kontrollpunkte und sammelt Punkte. Tötet Feinde und sammelt einfach Punkte. Einfach die Kontrollpunkte einsammeln. Und halten. Na gut.
Und gucken, dass unser Punktefortschritt vor dem ihr Punktefortschritt ist. Das ist jetzt hier quasi wie Heroes of the Storm. Ah. Bei B sind welche. Die sind nur zwei Healer. Na super. Ja, das ist richtig dumm gewürfelt, echt. Dann heal ich mal den Healer. Was kommt denn da? Jetzt sind wir so ein scheiß Auszubildender an. Okay, hier gehe ich down, weil hier sind zwei auf mich. Verdammt, Mann, ey. Kommt denn der her, ey? Lebst du noch? Ja, ich muss mich konzentrieren. Ich muss gerade Action. PC wird nichts, ich muss alleine hingehen. Ich muss gerade mal jemanden vom Tod retten. Ich glaube, ich komme zu B. Ja, B ist gerade auch die Action. Oh, vielleicht sind die ja von C weg, dann kann ich ja mal schnell überobern. Dann geht auf B die Party los. Ja, der Plan geht auf. Oh Gott, jetzt haben wir alle drei Points. Ja, auch kräftig am Heilen hier. Jetzt komme ich mal zu B gerotzt. Pass auf, dir kommt einer entgegen. Ich sehe schon. Ich teleportiere mich einfach Richtung B, damit ich bestimmt verfolgen. Mal schön Waffen vorher. Okay, geschnappt. Alter, so viel kann ich nicht healen. Hier ist gerade so eine Party. Ich merke gerade, bei den Orcas ist echt wichtig, dass man auf gleicher Höhe ist, weil da macht er irgendwie mehr Damage. Der macht halt auf. Ich bin down gegangen. Der macht halt mehr Schaden, wenn du nah dran bist, ne? Ja. Der hat halt sowas wie, keine Ahnung, Schrotflinte oder so. Alter, habe ich gerade wieder geheilt. Das erste Mal, dass wir punktetechnisch ein bisschen in Führung sind. Ja. Mal sehen, wie lange das hält. Komm mal zu dir. Bin hinter dir. Cool. Hol dir mal den, der Richtung A fliegt. Okay.
Du bist genau hinter dem. Du bist genau hinter dem. Dreh nicht um. Wo gehst du hin? Richtung A. Das ist genau der. Jo. Geht los. Okay, da. Sehr gut, und jetzt Richtung B. Immer mal auch so ein bisschen die Minimap im Auge behalten. Das ist wie Counter-Strike. Ganz, ganz simpel. Du guckst, was die anderen machen und dann richtest du dich nach denen. Er hatte mich so schwul gedreht, weil ich schnell noch mit meiner einen Kanone mit meiner anderen Seite treffen wollte. Na, irgendwie verhaspelt. Jetzt rein in B und übernehmen. Da hinten ist noch ein Felsen als Tank. Ja, na, porte dich weg, Alter. Du bist wieder so ein richtiger Held der Arbeit. Natürlich gehe ich jetzt down. Wo bist du? Da bist du. Ja, alles auf mich. Fuck it. Wir brauchen den Healer, nein, das geht nicht. Das war wieder so richtig dumm von dem Felsen, ne? Sich einfach wegzuporten. Also ich halte mich noch einigermaßen. Komm, da haben wir es fast down, ey, den kriegen wir jetzt. Jawohl, da ist er. Und jetzt hier, du komischer neben mir. Der ist auch down, nice. Ja, das ist, weil die sich schön auf mich eingeschossen hatten. Ich versuche dich mal zu heilen, aber du bist eigentlich auch fast down. Ich glaube, ich hole mir gleich so ein Heal. Danke dir, oh, das ist super. Aber es schießt sich gerade schon wieder alles auf mich ein. Ah. Ich versuche den da abzunehmen, mein Skill, meine Top-Gear sind gleich ready. Dann wird er weinen. Ja, jetzt wird er auch gleich die Hufe kriegen. Alter, krieg ich auf die Mappe. Okay, der ist down. Boah, noch gerettet. Jetzt ab zum nächsten. Ich glaube, wir gewinnen dieses Mal. Ja, sieht gut aus. Also offensiv ist die Viktoria wirklich für den Arsch. Na, aber was sie echt gut kann, ist halt, ne, supporten. Also man sieht's ja gerade, ich hab's gerade geschafft irgendwie. Ja, du hast uns ohne dich irgendwie down gegangen. Man muss halt, das Einzige, was man schaffen muss, ist, sich auf sich selbst zu konzentrieren so ein bisschen und noch dabei auf die anderen zu achten. Und wenn man dann einigermaßen gut mit der Höhe spielt, hoch und runter und sowas, dann hat man schon eine Chance. Also jetzt, so wie jetzt alle haben auch einmal hier bekommen, ey, Beste. So muss das sein. Die ist ja schön wendig, die Viktoria. Man muss halt die Wendigkeit dieser Viktoria auch wirklich nutzen, ne? Klar. Also das ist ja bei solchen Klassen meistens so, die, die so eine starke Ausprägung haben. Ja. Man muss sich halt auch mit der erstmal, ja, man muss klar werden, wie man mit der spielt, ne? Und das ist, also es geht. Ich glaube, es geht, wenn das Team einigermaßen mitspielt. Du hast am meisten von allen geheilt. Ich glaube, ich war auch die einzige Heal-Klasse, ne? Guck mal, die andere Viktoria hat mir völlig von Arsch, dieser Roger. Ja, weil die halt Angst bekommen. Wenn die Angst bekommen, dann bringt das nichts. Du kannst nicht mit Angst spielen. Du musst halt trotzdem, auch wenn du in der Flucht bist sozusagen, du hast ja diesen einen Heal, womit ich alles um mich rum healen kann, den muss man dann halt auch nutzen. Ja. Wie kriegt man denn so einen Captain? Ja, du musst erstmal leveln. Links okay. Oben hast du ein Allgemeinlevel. Okay, wir sind erstmal am Ende von der Folge. Ja, wir haben ein bisschen mit der Viktoria gespielt. Klappt doch langsam ganz gut. Mal gucken, ob das so weitergehen kann. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir ein Let's Play Cloud Pirates spielen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.